Halli, hallo, hallöchen, Leute. Wir begrüßen euch zur Live-Reaction, wie ich live-reacte auf Wollo, wie er live-reactet auf mein Eistee-40-Video. Oben rechts seht ihr meinen Chat und der Unterseite andere Chat. Wisst ihr Bescheid? Ich bin mal gespannt. Ich starte mal jetzt hier einfach mal. Ich glaube, hier ungefähr geht's los. Ja, hör auf jetzt. Das wurde. Ich kann gar nicht drüber reden. Oh, worüber kannst du nicht reden? Darüber kann ich gar nicht reden, wie viele verkauft wurden. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich darüber reden kann. Ah, okay. Wahrscheinlich wegen seinem Sponsorship. Also unterwältigend ist kein Ausdruck dafür. Marvin natürlich wieder am Lästern hier unten, wie man es kennt. Let's go. Ach nee, brauche ich gar nicht. Ach guck mal, der zeigt den Chat an. Okay, den kann ich ja so machen. Oh, shit. Hallihallo, Hallöchen. Fettsack. Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Willkommen unserem Gäste. Oh, ich sehe vor Bro, das ist gut. Also jetzt erstmal, welche kenne ich, ne? Von welchen kann ich mitreden? Ich kann doch bei fast allen mitreden. Okay. Den. Oh, ihm wird es nicht gefallen. Brattee. Was? Nee, du hast es eigentlich genau getroffen. Brattee kenne ich, den kenne ich. Diesen Fuse Tea Light werde ich auch kennen. Das ist Sparkling. Das Sparkling ist super. Den habe ich auch schon mal getrunken. Den habe ich bestimmt auch schon mal getrunken. Nesti habe ich bestimmt auch schon mal getrunken. Die beiden. Also, weil alle gerade verwirrt sind. Über mir ist mein Chat und das da drüben ist Wollos Chat. Ja, wir gucken. Also, es ist verwirrend. Ich weiß, aber wir gucken es trotzdem. Hier? Die hatte ich noch nie. Oh, die hat er noch nie gehabt. Die beiden hatte ich noch nie. Das wollte ich nicht. Die beiden hatte ich noch nie. Das sieht aber echt fett aus. Wenn ich das jetzt hier so sehe, würde ich sagen, diese drei hier. Ja. Ach, Wolwig! Ja, aber den kenne ich auch. Okay. Nee, das sah gerade aus wie Fused, ich konnte das nicht erkennen. Okay, ja, das ist Wolwig, stimmt. Aber den kenne ich auch. Ist das nicht mit der Wasser? Ist echt unpositioniert, echt scheiß Licht. Aber ich würde sagen, die drei hier. Das sind schon mal so meine Favoriten. Oh nein. Ach, das sind doch seine Favoriten. Oh nein. Ende. Fängt das ja den Aldi? Nee, sehr gut. Den hätte ich ja eh nicht gekannt. Deswegen kommt mir sehr, sehr zugute. AKA Aufnahmezimmer. Also hier werden so Wrestling-Reactions gemacht. Oder wenn wir doch mal ein paar Mann mehr sind und irgendwie was Geiles aufnehmen wollen, ob es zum Beispiel Mario Party ist, ne? Ich meine, wer kommt hierher, mit Mario Party zu spielen, jetzt wo es online geht, aber als Beispiel. Dafür ist dieses Zimmer hier da, oder halt, dass Gäste hier schlafen können und auch zum Aufnehmen von solchen Videos. Mal schauen, ob wir vielleicht sowas öfters machen werden, wenn euch sowas gefällt. Ich werde es nicht versprechen, weil ihr kennt mich und ich kenne mich auch. Ja. Von daher, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Wir machen heute Eistee-Geschmackstest. Die Kamera ist aber auch beschissen, ne? Ey, wisst ihr, was das für eine Kamera ist? Das ist die Logitech C920. Aber mein zweiter PC hat das nun 720p aufgenommen. Und deswegen sieht das so beschissen aus. Das ist von 720p auf 1080p hochgerendert, nur 30 FPS und so weiter. Deswegen sieht es so Müll aus. Hat er schon mal das Problem, dass er sich vor einer Schmiddy, der Eistee der schlechten Laune, ja. Den Schmiddy hätte ich gerne. So eine Scheiße, Alter. Ehrlich, Levi, was geht? Richtig nervig. Das Relaxo, ich wollte gerade sagen, das Relaxo ist gut. Den da finde ich irgendwie so out of place. Der gehört auch eigentlich hin. Wenn ich das mal so sagen darf. Der ist so ein bisschen out of place hier. Ich meine, so die Pokémännchen und so, das ist okay, weil das passt zum Thema Twitch, Riggi. Aber er ist hier so völlig. Und er weiß es auch. Du siehst, dass er es weiß. Ne, ist ihm auch richtig krass unangenehm, weil er so völlig out of place ist. Ich weiß nicht. Hat er mich nicht abonniert? Die Sau. Nein. Ich hätte jetzt richtig Bock auf Eistee, aber es gibt so viele Eistee-Sorten. Und ich habe jetzt erstmal eine kleine Kollektion von Eistee-Sorten gesammelt. Ja. Die Leute an der Kasse müssen denken, ich bin bescheuert. Ja, oh mein, wäre mir auch unangenehm gewesen. Jeder hat so sein Püffi. Mein Püffi ist aber ein bisschen dezenter. Das. Püffi ist dezenter. Püppi, ganz ehrlich. Ne? Er hat so eine Puppe da stehen. Er hat immer hinter sich, und wie ihr auch vielleicht seht, also um mal Wolle zu flamen, er hat hinter sich, weil er es witzig fand, hat er Bodypillows liegen. Und früher konnte man bei Wollo donaten und dann konnte man aussuchen, packt man die Bodypillows jetzt rum, so rum, dass sie nicht so schlimm sind? Oder packt man sie sexy rum?
Man konnte aussuchen, liegen sie sexy oder nicht sexy. Ja? Und sich aber dann über den Bär aufregen wollen, weißt du? Auf den. Und sich dann über den Bär aufregen wollen. Aufs Band gelegt. So. Es wäre mir todesunangenehm gewesen. Also wirklich todesunangenehm. Weißt du, ich mein? Und man würde sich auch denken, jeder, der das sieht, denkt sich doch auch. Ja. Hä? Warum denn? Er will die Abwechslung, ne? Er mag nur Pfirsich-Eistee, aber er will die Abwechslung trotzdem. Sin Privilege, bei mir hätte es niemand hinterfragt. Ja, wäre auch komisch. Aber ich glaube, selbst bei dir hätten die Leute sich gedacht, oh, das ist aber auch, das ist merkwürdig. Ja, das ist wirklich merkwürdig. Aber ja, ich hasse dünne Menschen. Sind doch nur 11 Eistee. Verschiedene, ne? Ich denke, das ist doch einer dieser TikToker. Ja. Hier noch eine Gurke und bin zugelegt. Also ich hätte safe auch noch mehr gekauft. Das sicher. Nee, ich habe nur das gekauft, aber Chat. Wäre euch das unangenehm gewesen? Unangenehm, definitiv. Einfach mit 11 Eistee daraus gehen? Ich bin voll bei dir. Die Eistee-Sorten vorbereitet. Ein paar davon habe ich schon mal probiert. Ein paar davon, wie zum Beispiel For Bro oder auch Bra-Tee oder auch Fast-Tee und so weiter, habe ich tatsächlich noch nie probiert. Oh, die bisschen sortiert. Aber die sind gar nicht kalt, oder? Die sind doch, die sind kalt. Die waren vor, im Kühlschrank, Wollo. Die waren vor allem im Kühlschrank. Wäre euch nicht unangenehm gewesen? Als safe. Fast-Tee, leck mich. Mir wäre es unangenehmer, Kondom und einem Schwangerschaftstest zusammen zu kaufen. Wäre mir auch unangenehm gewesen. Das ist komplett neu für mich. Außer den hier, aber weil der zu Nesti gehört, habe ich gedacht, stelle ich den mal zusammen. Ich werde von keinem dieser Marken gesponsert. Lässt sich ändern. Schreibt mich an. Ne? Ja. Und so. Die sehen kalt aus. Bin ja dabei. Aber und wir werden diese ganzen ranken. Fast, die habe ich mir auch gedacht. Ja, lass mich doch. Ich wusste nicht, was aussprechen. Wie spricht man das denn aus? Fuse-Tee? Fuse-Tee? Sagt man da? Oder Futze-Tee? Oder wie nennt man das? Fuse-Tee. Wie nennt man das denn? Gut, Michelle sagt Fotzentee. Wo ich sage, geht's lang. Wir würden quasi von da nach da gehen, von 1 bis F. Und schauen uns an, was davon am besten ist. Ach, der rankt die auch von 1 bis 11 runter? Ja. Was euer Lieblings-Eistee ist. Und es ist natürlich Zitrone. Jeder, der Zitrone trinkt, hat das Kontrolle über sein Leben verloren. Eistee ist. Ist halt beides geil. Nur mit Pfirsich genießbar. Es ist halt beides geil. Ich würde sagen, wir fangen an. Und zwar haben wir hier den. Ich weiß gar nicht, ob es die Marke bei euch überall gibt. Das ist der gute. Jeden Tag gibt es nicht überall, ne? Jeden Tag, Leute, das ist Famila-Content. Das ist Famila-Content. Okay, Famila. Kennt ihr Famila? Und ich sage euch, wie es ist. Kennt ihr Famila und Markant und sowas, Chat? Gibt's das bei euch? Stimmt, das kriegt man bei Famila und Markant. Habt ihr Famila bei euch? Gibt's das in ganz Deutschland? Ja, ne? Den gibt's aber überall, oder nicht? Das gibt's doch überall, oder nicht? Famila, so heißt das. Achso, Schatz, ich hab's meistens den Titel, wir reagieren auf Follow, wie auf mich reagiert, irgendwie so Reactionceptions oder irgendwie sowas. Danke. Nein, Düsseldorf nicht, komm aus Hessen, da gibt's den nicht. Was ein Ding? Famila, kennt ihr das nicht? Wartet. Ich google. Geht ihr nicht? Ist ne, es gibt ja diese ganzen Leute, die gut und günstig feiern. Es gibt die ganzen Leute, die ja feiern. Und Fakt ist, ihr habt alle keine Ahnung. Jeden Tag ist superior. Nee, ja, ist besser als jeder, der schon mal jeden Tag gegessen hat. Ja, habe ich. Der weiß. Nein. 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 Ja? Nein. Das ist nämlich das Ding. Ja, klar, das gibt es nicht nur bei Famila, also bei. Aber das ist eher ein norddeutsches Produkt, würde ich sagen. Ist es so? Okay. Jeden Tag. Es gibt ja zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob einige von euch kennt Sky. Kennt welche von euch noch Sky, den Laden? Da gab es ja auch sowas wie Unser Norden oder so. Vom Grundsatz her. Gibt es das noch jemand? Gibt es das eher in diesen norddeutschen Geschäften? Unser Norden gab es das Produkt. Liege ich da richtig? Nee, eine Amazon-Eigenmarke ist das nicht. Die vertreiben das scheinbar auch. Ja, haben da nicht weitergegangen? Nee, Famila gibt's noch. Oder so. Keine Ahnung. Famila gibt's noch. Kurz, Sky, bitte. Auf jeden Fall, den habe ich selber noch nie getrunken. Aber da es jeden Tag ist, kann der so schlecht nicht sein. Punkt. Und er wird. Tag Eistee.
Und ich werde mir den jetzt hier mal reingönnen ins Glas. Gönn mal rein, du. Das ist immer das schönste Gefühl, wenn man sich Eistee öffnet. Wir riechen natürlich erstmal dran. Riecht nach... Das ist kein Schlubber. Hör auf. Eistee. So, ich werde mein halbes Gläschen davon einschütten. Der Eistee gab es früher bei all den Tetra-Pack. Ja! 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 Gab es, fester Herz. Gab es. Den besten, Sie können sich gerade übrigens Brattee, möchte man nebenbei sagen. Den besten Eistee gab es früher bei Aldi im Tetrapack. Aber den finde ich nirgendwo mehr. Gibt's den noch irgendwo? Das war der allerbeste. Der allerbeste. Habe ich gesoffen wie sonst was, Alter. Der allerbeste. Und Just Legends Eistee ist auch lecker. Gönnt euch. Hashtag Werbung. Ausrufezeichen JL. Benutzt meinen Code Ricky für 3% Rabatt. Ich werde das jetzt erstmal wieder an seine Position. Wo ist der bloß geliebt? Wir fragen mich auch. Es gibt manchmal so Produkte, wie zum Beispiel, es gab von Extra, gab es damals so grüne Apfelkaugummis. Die waren so lecker. Haben das Sortiment genommen. Der Eistee von Aldi, der beste, der leckerste, den geilste, den ich jemals getrunken habe, habe ich damals so literweise gesoffen. Weg. Einfach weg. So. Ein bisschen mal davor. Ich entschuldige übrigens, falls irgendwas nicht so gut klingt oder irgendwas nicht so toll ist. Wir arbeiten dran, ne? Mach einfach. Wir besser so. Jetzt trink dein scheiß Getränk. Dafür bin ich hier. Nicht durchlässig. Das spricht für seine Qualität. Und wir werden den jeden Tag Eis. Ich weiß gar nicht. Gibt es euch bei Markant? Gibt's. Bei ja. Kaufland? Nee, Kaufland nicht. Famela? Kombi. Ja, Kombi muss das safe geben. Das. Oder bei Real auch. Ja, in den Norddeutschen, Ricky, du hast das schon gut erkannt. Ich den jetzt geholt habe. Ich glaube, bei Markant oder sowas. Prost! Prost! Ja, finde ich auch. Gut sein. Das ist jeden Tag. Völlig in Ordnung, wird der sein. Ich muss immer ein bisschen weniger einschütten noch. Ein bisschen noch weniger als die Hälfte. Der ist, schmeckt sehr, sehr, sehr hart künstlich. Ich meine, und das klingt jetzt vielleicht falsch, ich mag es, wenn es künstlich schmeckt, wenn es sehr süß schmeckt. Wenn es sehr ja. einen Eigengeschmack hat. Aber ich finde, das schmeckt auf eine künstliche Art und Weise nicht so, wie ich das mag. Versteht ihr mich? Es ist ganz, ganz schwierig zu erklären. Das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, wenn man das... Ich bin sehr wortkarg. Ich frage mich halt, welcher von diesen Eisteen hier nicht künstlich schmecken wird, ne? Ist es halt, ne? Es ist sehr, sehr... Es schmeckt sehr stark nach Chemie. Und sehr, sehr stark nach Süßungsmitteln. Und sehr stark der Wolwig nach Geschmacksverstärker und so ganzen Scheiß. Wir packen es jetzt erstmal zurück. Dann packen wir natürlich erstmal an erster Stelle. So, ich mache jetzt hinten quasi die Liste so für mich, wie ich das ungefähr positionieren würde. Man sieht auch übrigens, wenn man genau darauf achtet, tatsächlich zu künstlich. Wie mein Bauch immer größer wird, weil sie einfach sich das der Eistee drin sammelt. Man muss aber darauf achten, wenn mein Bauch immer wieder da rausstreckt und ich einfach nur noch pissen gegangen bin zwischendurch. Weil ich einfach nicht mehr konnte, ich habe was gekotzt. Ich meine, ich mag künstlich und mit Mögen kommen wir mal gerade schon zum nächsten Eistee. Der gute von Rewe, ne, sagt ja zu Eistee. Diesen Eistee mag ich tatsächlich sehr gerne. Kann natürlich sein, dass einer von denen ihn gleich toppt. Aber ich mag diesen Eistee sehr gerne tatsächlich. Es ist bisher, glaube ich, mein Lieblings-Eistee gewesen. Ich mache mal ein bisschen weniger rein tatsächlich. Harte Ansage. Jetzt probiert ihr mal direkt einen Kontrast zueinander. Das ist mir auch schon aufgefallen, Knie. Um noch den Geschmack vom anderen Eistee loszuwerden. Und gucken, gefällt mir auch nicht. An. Dieser ist tatsächlich ein bisschen lichtdurchlässiger. Also der war jetzt sehr, sehr... Ich weiß, wie so ein Wein, ne? Sieht in der Kamera. Ricky, die Tantiemen halt müssen erst ziehen. Wie nennt sich das nochmal? Ne? Also wie ihr vielleicht seht, der ist... Tantinen? Ne, du kannst gar nicht durchgucken und hier ja, das ist aber ganz ehrlich, ihr habt doch alle darauf gewartet, dass ich endlich Eistee trinke. Ihr habt doch alle gesagt, Chat, boah, Ricky, trink endlich Eistee. Wir wollen wissen, was sollen wir trinken. Sag uns, was wir trinken sollen. Weißt du? Da muss man dann auch hart bewerten. Auch ja, nach Delikto-Tätigkeit ist das alles. Und hier halt gar nichts. Wir müssen atmen. Und ich glaube, boah, schmeckst du noch gar nichts. Qualität, nenne ich es jetzt mal. Aber dann müssten die ja hier auf jeden Fall vielleicht die besten sein, die wir je getrunken haben. Tannine! Genau. Richtig. Das war das Wort. Ich weiß nicht mal, auf jeden Fall geht das schon mal vor den jeden Tag als Eistee. Bisher natürlich noch Platz 1. Ich weiß nicht warum. Aber ich mag es. Es hat Arbeit, genau. Sehr gerne. Und, auch dieses. Das Problem ist, Leute, Ricky ist ein Gewohnheitstier. Ich sag jetzt schon, der bleibt da auf 1. Das wird sich nicht verändern. Sehr künstlich und. Also, ihr könnt sagen, hey, wie magst du den nicht? Natürlich ist jede Eigenmarke anders, aber ich finde tatsächlich. Was mit Gurken? Nee, Eis ist geil. Ich mag.
Eis der Pfirsich. Mehr Ja-Produkte als gedacht. Also auch Ja-Chips. Als gedacht. Eistee oder sonst irgendwas. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Eis-Zitrone ist kacke. Jeder, der Eis-Zitrone trinkt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Wahrscheinlich auch vieles gesünder. Du auch. Aber tatsächlich. Du sowieso. Weil du mit mir zusammen bist. Mag ich. Mag ich den sehr gerne. Kommen zum nächsten Eistee, nämlich den Nestea-Eistee. Ich habe die beiden mal gerade getauscht. Da weiß ich halt auch gar nicht, wie die. Wir natürlich erstmal den normalen Nestea. Boah, der ohne Zucker schmeckt bestimmt so pervers scheiße. Ich bin gespannt auf die Reaktion. Wir probieren. Nestea weiß ich auch jetzt nicht mehr, so wie der schmeckt. Den hatte ich auch. Ähnlich durchlässig wie der. Tausend Jahre hatte ich den nicht mehr. Ich habe mal gehört, dass Fuse Tea Nestea ist. Deswegen wundert es mich auch gerade, beide zu sehen. So. Das ist so das Ding. Aber gut, ja, weiß ich nicht. Hatte ich vor 100 Jahren das letzte Mal, ne? Das ist. Eistee. Vielleicht. Riecht aber schon ganz, ganz anders. Es ist ja, wie gesagt, klar, es ist in der Theorie Eistee. Immer. Nicht in der Theorie, es ist immer Eistee. Aber es hat natürlich, wie bei. Ist Fuse Tea nicht von. Oder ist Lipton von Pepsi? Ist Lipton von Pepsi? Weil ich sehe auch gerade im Chat hier, Maltesi hat bei denen gesagt, Fuse Tea ist von Coca-Cola. Ist das so? War Fuse Tea nicht eigentlich Pepsi? Ist das so? Könnte aber auch Cola sein. Lipton ist Pepsi. Okay. Lipton ist Pepsi. Okay. Krass, wusste ich gar nicht. Lipton war aber auch, können wir mal darüber reden, dass Lipton früher viel besser war als heutzutage. Ich weiß noch, es gab früher Lipton Mango Maracuja oder so, ne? Oder Lipton Mango. Das war mein Lieblings-Eistee, Leute. Lipton Mango, da ging nix drüber. Nix ging da drüber. Nix. Ja, Lipton war schon geil. Ich rede jetzt auch von vor 12 Jahren. Ist dann okay. Das muss 12 Jahre Krass. Oder so her sein. Oder 10. Oder so um den Dreh. Da war Lipton und dieser Mango, oh, der war so geil. Und irgendwann habe ich dann wieder den Lipton-Eistee getrunken. Das war nicht im Ansatz. Der hat sich wirklich es gab ja früher mal auf dem Dom und so weiter. Oder generell gab es sowas, also Maschinen, so ähnlich wie Slush-Maschinen. Und da waren da halt immer so Lipton-Eistee drin. Das hat so gut geschmeckt, aber nur wenn du die Maschinen getrunken hast. Und der Lipton-Eistee hat sich wirklich stark verändert. Da gebe ich wohl aber recht. Ansatz so, wie ich das kannte. Also die müssen da mal was krass geändert haben. Denke ich so, auch. Aber zum Nachteil. So richtig heftig zum Nachteil. Nestea war ein Co-Produkt von Coca-Cola und Nestle. Nach einem Vertragsstreit behält Nestea die Rechte an Nestea und Coca-Cola hat Fuse Tea auf den Markt geschmissen. Stark. Lippen mit dabei nur noch warum ist dein Chat so schlau? Warum seid ihr nicht so schlau? Schade eigentlich, ne? Weil, wie gesagt, der war echt. Oh, der war wirklich mit Abstand mein Liebling. Mit Abstand. Ne, wie es bei. Tatsächlich auch bei Chips ist. Sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Eigengeschmäcker, nenne ich es mal. Auch hier mache ich mir nur noch ganz wenig. Weil, wenn ich jetzt gleich zu viel trinke, dann muss ich 8-mal pingeln und mein Bauch platzt. Die können schon mal googeln, das stimmt. Nehme ich mal so ein Schlückchen zum Probieren. Doch, Nestea ist von Nestea. Ich nachher nochmal so ein bisschen, wenn ich mir unsicher bin, nochmal zwischendurch ein bisschen probieren, welcher Eistee denn jetzt der bessere ist. Ne? Weil das sind ja auch die Fragen, die man sich stellt. All die Eistee aus dem Tetrapack kenne ich halt nur aus meiner Grundschule. Alter, Wollo, der war so gut. Wollo, der war so gut. Der Aldi Tetrapack ist der beste der Welt. Das war damals auch der erste Eistee, den ich jemals getrunken habe. Wir sollten eine Petition starten, dass Aldi den Tetrapack wieder zurückbringt. Bei Kai, ne, beim Super Nintendo Spielen, einmal hat die Mutter uns Eistee gebracht und ich hatte noch nie Eistee vorher. Und da, Leute, ne, ich habe da einfach die 1,5 Liter oder 2 Liter Packung, die die uns da hingestellt hat, die habe ich dann halt einfach alleine weggesoffen. Ich hab sehr immer gut. Immer wieder. Sag mal, Schwesterherz. Wann kommst du mich mal besuchen? Nicht. Wir gehen durch alle Aldis und sagen, bringt uns das wieder zurück. Mehr aufhören. Ich dachte, was ist hier, was passiert hier jetzt? Ich konnte nicht mehr aufhören. Es war so krass. Man musste Kai erstmal die nächste Pulle Eistee ranschaffen. Und dann war ich da ständig und hab Eistee gesoffen. Zu Hause hatten wir es natürlich nie. Das ist klar, aber so, ich war sofort süchtig. Sofort angefixt. Ah, der war so gut. Richtig krass. Geld heutzutage. Weißt du, man versteht sich. Es gibt schon eine Petition dafür? Es gibt eine Petition. Schick mal die rein, Like Frogs. Schick mal kurz die Petition rein, dass es den Eistee wieder geben soll, bitte. Ist der Beste. Und dafür bin ich natürlich für euch da, um euch darin zu unterstützen. Danke, Ricky. Euch diese Entscheidung mit euch.
Leute, es hat nur 26 Unterstützer. Leute, gönnt euch. Gönnt euch die Petition. Unterschreibt. Petitioniert. Wie lange ist sie alt? Wie alt ist sie alt? Wie alt ist sie? Ja, was war das? 13, Alter. Wir müssen neu starten. Nicht zu fällen. Danke. So, Prösterchen. Nesti. Prost. Da wird der kleine Finger gespreizt. Ja, natürlich. Stark. War aber Absicht. Das sagen wir, das mit Absicht war. Ich mag die 4K-Kamera. Ja, jetzt Maul. Ist gut. Nervt mich auch mit der Kamera. Kann ich halt gar nicht ändern. Schmeckt mir zu chemisch. Und ich weiß, dass das jetzt, das klingt dumm. Weil du gerade noch gesagt chemisch. Hast, ja, die schmecken alle finde, chemisch, bis auf den Wolwig vielleicht. Du schmeckst das hier bei dem nicht so raus wie bei den jeden Tag. So, der jeden Tag rutscht jetzt erstmal auf die 3, nässt hier auf die 2 und tatsächlich bleibt bisher der Ja bei mir an Platz 1. Das wird sich auch nicht ändern, weil du der ja übelst, du bist wie Kornel, Alter. Ist der fruchtigste. Euch kann man von nichts Neuem überzeugen. Hallo? Ich bin immer noch 200 Kilo weniger als Kornel, ja? Ich bitte. Danke. Es geht nicht. Ich bin an einem Kühlschrank gewesen, bevor ich jetzt wundere. Deswegen sind alle ein bisschen kühl. Und nicht untervögelt. Aber es ist bisher der fruchtigste gewesen. Ich muss sagen, zwischen den beiden wird es schwierig. Die werde ich nachher nochmal probieren. Nächste Woche gibt es eine Roomtour. Könnt ihr euch alle freuen. Aber vom Gefühl her ist der fruchtiger. Ich werde nachher nochmal, wie gesagt, alles ein bisschen durchgehen und nochmal... Oh, jetzt kommt der Light, Alter. Gehen wir jetzt zu Nesti, weißer Pfirsichgeschmack. Der Pfanner schmeckt auch so, also, nicht so chemisch. Der schmeckt halt nicht nach diesem Pfirsicharoma, sondern... Von Lidl habe ich noch nicht probiert. Gibt's den mal Lidl noch? Ich habe den mal probiert. Ich habe letztens mal Bubble Tea probiert. Kenne ich auch nicht so viele Mal. Ja, habe ich mal gelesen. Also, so habe ich total gesehen, machen. Ich mag die Bubbles nicht. Ja, Chips testen ist das nächste. Oh, tut mir leid, Schatz. Ich kann mich leider nicht gesund ernähren. Ich muss Chips essen. Das gehört zu meiner Arbeit. Ich bin kein Bubble Tea. Was machen Sie so in Ihrer Arbeit? Ich esse Chips. Freund. Der Tee an sich war okay, gut, ne? Hm. Aber das Bubble Tea, die Bubbles im Bubble Tea sind nicht so meins. Wenn Sie nur den Tee anbieten, trinken. So, probieren wir Nesti ohne Zucker. Ohne Zucker ist leid. Das ist. Riecht das ist, auch schon mal ein bisschen anders als. Der schmeckt auch anders. Der schmeckt auch anders. Hat ein bisschen was von Lipton. Eistee. Ist für mich aktuell der letzte Platz. Obwohl. Was? Nee. Ich glaube, der fährt nochmal eng zwischen den beiden. Ich packe vorher. Ja, weiß Bescheid. Das wie scheiße war denn jeden Tag? Ja, der war richtig scheiße, Alter. Oder? Ah, es ist schwierig. Es sind ja auch Entscheidungen. Wollo, ich fordere dich heraus, jeden Tag Eistee zu trinken. Du wirst kotzen. Die man hier treffen muss. Das sind Entscheidungen, die ich weiß ja, wenn ich jetzt sage, trink diesen Eistee, dann werden die irgendwann ausverkauft sein. Ich muss natürlich auch vorsichtig mit meiner Wortwahl sein. Wenn ich euch sage, kauf den und den Eistee, dann kauft ihr den leer. Das und nicht, ich stehe dann da. Dass du selber als, keinen mehr kriegst, ne? Ja, klar, kenn ich. Und bin dafür verantwortlich. Denkst du an unsere Idee von gestern? Ich hab deine Idee schon wieder vergessen. Was war die Idee nochmal, die ihr gestern hatte? Was war das nochmal? Du hast eine Idee? Ich hab dich schon wieder komplett vergessen. Eine Krise ausbricht, ein Eistee. Und das möchte ich natürlich nicht. Kenne ich. Aber schreib mir WhatsApp. Wir behalten es erstmal so bei. Kommen wir zum lieben Pfanner-Eistee. Ich habe ja mal auf Twitter gefragt. Sehr, sehr viele von euch haben diesen genannt. Kann ich verstehen. Der Pfanner-Eistee haben wir auch ganz, ganz lang getrunken. Oh, riecht auch sehr, sehr schön. Ich packe den Müll mal hier unten runter. Kann meine Frau später aufräumen. Upala. Ah ja, okay. Das ist gar nicht so dumm. So. Chat, es kommt noch bald ein Video, was sehr, sehr wichtig ist, was euch auch alle interessieren werdet. Erstmal werden wir Chips machen, weil anstatt Chips ja interessant ist. Und Ketchup. Wir ranken Tomatenketchup. Ich werde pur Tomatenketchup essen. Oder mit Nuggets halt. Und wir werden ihn ranken, welcher der beste Ketchup ist. Da ist eine Hoppe. Oh, bis 17.06.22. Ich denke mal, bis dann habe ich ihn ausgetrunken. Wenn man den geöffnet hat, ist das nicht mehr so lange haltbar, Ricky. Gib dir den Hinweis jetzt. Schmeckt bisher von allen vier, die da stehen, am wenigsten chemisch. Oh, okay. So, es ist halt, es schmeckt halt wirklich wie
als ob du ein Pfirsich. Aber er erkennt dich, das ist ja krass. Aber es ist halt. Das ist ja hier 1 zu 1 Niveau. Kannst du das, kennst du das Video, Mieze? Erklär ich das jetzt. Ja. Es ist bisher von den allen am erfrischesten. Am frisch. Hat kurz mein Gehirn ausgesetzt. Kennt doch das Video. Am erfrisch. Es erfrischt mich am meisten, okay? Mein Gott. Prost. Aber wie rankt Ricky das ein? Ne? Er mag ja eigentlich das Chemische. Ja, und ich glaube, das kommt bisher auf Platz Nummer. Der Ja-Eistee, wie gesagt, der wird dir nicht meins. Der gute Pfanner. Haha, hab ich gebupst, wa? Ah, also nicht wirklich, ich weiß nicht. Oh, Twitter. Was wir passiert gehen hier? Zu Lipton. Was passiert hier? Oh, shit. Hier? Der gute Lipton. Früher mein Lieblings-Eistee gewesen. Das kann nicht sein. Nicht getrunken. Gucken wir mal rein, was der sagt. Ja, Lipton war früher der Beste. Dimensionstor, ja. Da wird davon nur ein bisschen von reinmachen. Das war früher der Beste, aber jetzt... Ich denke, der schafft es nicht in die Top 3. Der gute Lipton. Aber es hat bisher der Licht ich durch. Ich finde es halt gut. Man das gerade so ein bisschen sieht. Haltet euch mal ganz kurz vor Augen. Ich sitze da. Fett wie Scheiße, hau mir 11 verschiedene Eistee in die Fresse, kotze fast dabei, das Video sieht aus wie von 2012 und Wollo ist so hart interessiert, ihr seid so hart interessiert, was packt er jetzt wohin? Überlegt euch das mal, das ist, ich sitze da, fett wie Scheiße, Bild von 2012 und trink Eistee und alle so, ja, nein, ja, das ist spannend, Alter. Ist spannender wie die Bundesliga hier. Leck mich am Arsch. Halt mich vom Kopf. Wahrscheinlich ist ein bisschen... Ja, aber was ist das denn? Ist das ein Qualitätsmerkmal, wenn das... Es gibt, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wir gucken mal hier rein. Warum gucken wir denn immer, ob das Licht durchlässig ist? Immer noch ungesund. Prösterchen. Die Lippen ist schlechter geworden, die anderen sind nicht besser geworden. Das ist leider einfach nur schlechter. Ich glaube, das ist für mich ein bisheriger Platz Nummer 3. Hm. Ich weiß, das ist eine komische Konstellation, weil viele bestimmt sagen, Lippen, ist mir egal. Ich entscheide hier, ich bin der Gott auf Eistee. Hat mehr Geschmack wie die drei, ganz besonders wie der von jeden Tag. Auch besser wie der. Bei den beiden bin ich mir schon wieder so unsicher. Ja. Das ist Platz 1, Hollow. Ich mochte Nestea. Das ist, du guckst genau falsch rum. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen Nostalgie hier bei dem mit bei. Der Pfanner ist auf Platz 1. Ich halt auch früher immer der Gott auf Eistee. Aber wir brauchen einen Eistee-Emote. Doch, da pumpt mein Herz. Kommen wir zum Lipton. Das ist ein wildes, das ist ein wildes Ding. Das ist ein wildes Ding. Da hat jeder eine Meinung, ne? Das oha. Das ist hier wirklich eine große Nummer. So, das ist halt auch der Einzige, der wirklich richtig krank aus der Reihe fällt hier bei diesen Eisteen. Sparkling. So, jetzt ist die Frage, Leute. 1 in Chat, wenn ihr auf Sparkling steht. 2 in Chat, wenn ihr normale Menschen seid. Okay, also ihr habt gehört, Chat. 1 in Chat, wenn ihr Sparkling mögt, 2 wenn nicht. Wir gucken uns erstmal an, was mein Chat sagt, danach gucken wir uns an, was Wollo sagt. Hast du alle weggeschüttet, nämlich Chat und ich haben die ausgedruckt. 2, wenn ihr es nicht mögt, 1, wenn ihr es mögt. Jetzt in den Chat. Nie probiert. Okay. Ganz kurz, gibt es Leute, die das Video noch nicht gesehen haben? Alle das Video noch nicht gesehen haben, einmal ein Plus in den Chat. Ah, Ehrenmänner. Aber ihr guckt es euch trotzdem nochmal an. Oder zumindest geht ihr nochmal auf meinen YouTube-Kanal und gebt einen Daumen nach oben, ja? Für mein Video. Ihr Arschgeigen. Danke. Und euch denkt, nee. Wir gucken mal, was Follow-Chat sagt. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Was meint ihr denn? Mag ich Lippen-Sparkling oder mag ich es nicht? 1, wenn ich es mag, 2, wenn nicht. Das brennt doch im Mund mit Kohlensäure. Was soll das? Na gut. Ja, ich sehe doch mehr, die es eher nicht so geil finden. Also ich bin mittlerweile an dem Punkt, man kann das trinken. Ne, geht so. Aber ohne, also ich würd mir jedes Mal denken, ohne Kohlensäure wäre jetzt ein bisschen geiler, ne? Das ist so das Ding.
Ja, wir gehen natürlich von uns, dass alle Eiscreme sind natürlich kalter gerade. Okay, ich bin mal gespannt. Mit Kohlensäure ist das wohl noch. Ist das nochmal anders erfrischend, wenn es gekühlt ist? Ja, ich weiß nicht. Das nimmt aber so ein bisschen den Geschmack. Hat einen ganz anderen Geschmack auf einmal, ne? Das ist so. Nee. Aber gut. Gucken, was Ricky dazu sagt. Wollen wir ja auch wissen. Frisch aus der Dose. Oh, herrlich, ne? Geil. ASMR, das ist ASMR für mich. Machen wir auch mal. Ich meine, Leute, die Lipton Sparkling nicht mögen, die sind eh für mich lost as fuck. Ah ja, mag's. Ja, ich mag's. Ist ein bisschen weniger lichtdurchlässig als sein größerer Bruder, nenne ich ihn mal. Der andere Lipton-Eistee. Ja, durch die Kohlensäure kommt das Licht auch nicht so gut durch. Das ist klar. Das ist die Frage. Ist das besser als der normale Lipton oder nicht? Nein, Ricky, nein, das ist nicht besser. Das ist ein Downgrade. Sieh es auch als das an, was es ist. Es ist ein Downgrade. Ja. Ich glaube, bevor ich normalen Lipton trinke, würde ich mir... Gibt's nicht. ...lieber eine Dose Sparkling gönnen. Die stellen wir hier mal zwischen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit dem ja, es ist Bescheid. Ich würde mir lieber eine Dose Lipton Sparkling gönnen. Ja, doch. Lipton Sparkling. Jetzt wisst ihr Bescheid. Lipton Sparkling ist geil, Alter. Ich habe mir so eine ganze Palette mitgenommen. Ich weiß es nicht, Violetta. Ich weiß es halt auch nicht. Ich weiß auch nicht. Das ändert halt nichts. Willkommen zu Volvic. Es ändert auch nichts, aber ich fand's witzig. Tee. Der ist schön durchlässig. Erwarte ich nicht viel von, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, den mag er nicht. Mein neuer Lieblings-Eistee. Nee, den mag er nicht. Volvic kann ja an sich nicht so ungesund sein, sagte er und alle in den Kommentaren rasten. Aber so ist auch ungesund. Also ist von diesen, von den Eistees, die wir hier sehen, ist das wahrscheinlich der gesündeste, vielleicht ja. Der hier noch ohne Zucker. Aber Sparkling muss auch eiskalt sein. Es muss wirklich, generell, wie alle Eistees waren gekühlt, aber Sparkling muss kalt sein, sonst schmeckt Sparkling wie Katzenpisse. Muss man dazu sagen. Sparkling muss kalt sein. Vielleicht ein bisschen besser, aber ansonsten... Ist das da der am ehesten, den du am ehesten auf Dauer trinkst? Und nächstes Mal gucke ich auch, dass wir eine bessere Kameraqualität haben und so. Hat 16 Kalorien, richtig. Von den Kalorien ist der nicht so schlecht. Deswegen habe ich den auch ab und zu mal da. Wie gesagt, ich mag den auch, aber der schmeckt halt im, wie Backwaren gerade schon sagt, im Langweil. Also im Gegensatz zu diesen anderen Eistees. Mit dieser Cam, die wir jetzt gerade benutzen. Das Problem ist nur, dass mein anderer PC das nur auf 720p aufgenommen hat. Deswegen, also hier quasi so eine Cam, so hallo. Aber die ist auf 27p noch aufgenommen und das Licht war scheiße und alles. Muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Schmeckt der eher langweilig. Der hat halt nicht diesen... Nächstes Mal nehme ich auch mein Handy. Ich habe ja die Roomtour mit dem Handy gefilmt. Muah, sieht so geil aus. Wumms. Den 4Bro, die er da gibt, ne? Und dann Brattee. Das ist so das Ding. Der fehlt. Und ich denke, das wird Ricky auch fehlen. Ich bin mal gespannt. Ja, genau. Das ist, der schmeckt halt wie ein sehr, sehr, sehr stark verwässerter Eistee. Deswegen der ist nicht so... Kann man machen, gerade im Hinblick auf die Kalorien, ne, wenn man da ein bisschen, wenn man was mit Geschmack will, aber trotzdem nicht zu krass. Ja, hat er recht. Dann geht halt schon. Ich bin gespannt. Ich glaube, der wird auch safe hinter dem Lipton landen. Die hier scheint er echt scheiße zu finden. Ich weiß es nicht. Ja. Gut, das ist natürlich wahrscheinlich mit dem meisten Wasserprozent. Also, sie sieht fast aus wie Apfelschorle. Ein bisschen. Riecht auch so. Und schmeckt halt wie Wasser mit Pfirsichgeschmack, ne? Ja, verrückt. Genau. Überraschung. Ja. Same more, lieber Ricky. Sherlock. Aber das ist echt nicht schlecht. Oh mein Gott, immer wieder stellt sich ihn falsch ein. Wenn man so ein bisschen gesünder, bisschen gesünder leben möchte. Ist er tatsächlich für mich bisher an dieser Position. Ja. Doch, das ist bisher für mich, glaube ich, die Position. So, jetzt kommen die für mich wichtigen tatsächlich. Ab jetzt, zu denen habe ich
Bindung. Das wären meine Top 3. Ja, oh, ich bin sicher, er ist sauer. Ich bin richtig sicher, dass er pisst sein wird. Sollen wir da pisst sein? Schwarzer Tee mit Pfirsichgeschmack. Ist das so? Gab's doch einen Hype drum, oder nicht? Oder ich würde sagen, Fuse-Tee ein bisschen. Habe ich tatsächlich noch nie getrunken. Jetzt so wie gesagt, das wären jetzt meine persönlichen Top 3. Ich bin sehr gespannt, wie er die einordnet. Mal Vaso, mein Schmaso. Einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Alter, der Vaso wird in 2 Streams gleichzeitig begrüßt. Einmal in Wollo-Stream und durch Wollo im Mainstream. Hi, Wollo. Der Vaso, der wird einfach überall begrüßt. Das mit dem Wolwig vergleichen oder so, ist das ja sehr trüb. Der Vaso wird einfach in jedem Stream begrüßt. Ich habe ja gleichzeitig. Die Granatapfel schmeckt auch nicht, Revolver vor. Da hast du genau den genommen, der scheiße schmeckt. Alle anderen sind super gut. Ui. Aber Granatapfel finde ich auch nicht gut von Brattee. Na, guck mal, Ricky? Guck mal, warte mal. Guck mal. Und jetzt achtet mal schon drauf, wie kugelrund mein Bauch schon geworden ist. Einfach weil er voll ist wie sonst was. Also wäre ich schwanger mit Eistee. Das ist aber lecker, ne? Ui, das ist aber gut. Was ist denn da los? Ui. Jetzt sind wir aber. Das ist aber eine Reaktion. Das ist echt lecker. Ja. Moment, das hätte ich jetzt nicht erwartet. In welche Position rutscht der? Er rutscht tatsächlich vor den Lippen Eistee. Aber hinter Sparkling. Der Brattee. Da bin ich gespannt. Der ist auch voll gut. Da schwören ja so viele drauf. Voll lecker. Bratan, enttäusch mich nicht. Bist immer sympathischer. Ui. Guck mal, was ich jetzt gerade anhabe. Du sagst jetzt gerade jetzt gerade Seth Rollins und jetzt habe ich gerade... Ne, gib ihm. Vergleichbar mit Fass-Tee. So eine Mischung aus Fass-Tee und Wolwig. Frisch vom Fass. Von der Trübigkeit her und der Lichtdünne. Frisch vom Fass, der Fass-Tee. Sieht aus wie ein bisschen Bier, was länger stehen lässt. Wenn du mal genau drauf achtest. Also bei denen, wenn ich das hier so sehe, sieht das ganz anders aus wie Bier. Als riecht aber sehr gut. Ja, ich hab's auch. Der schmeckt, Ricky, der schmeckt dir. Aber sehr süß. Sehr süß. Mm. Oh, sehr gut. Ja, doch, okay. Ricky und ich haben doch einen ähnlichen Geschmack scheinbar. Oh, der ist richtig gut. Ja! Uiuiui, Brat. Das ist das Ding, man ist, ne? Man ist immer so, vor allem, weil auch so viele Leute immer sagen, nee, ist overhyped wegen Capital Bra, bla bla. Aber das ist aber auch scheiße lecker, gut. Also wirklich. Die Eistees davon sind wirklich, die sind lecker. So, es ist halt wirklich auch nicht so, als wenn das jetzt irgendein Scheißding wäre, wo du dann das nur kaufst wegen dem Typen. Nein, der ist super lecker. Du siehst doch hier, Ricky, ist doch voll... Was ist denn euer Lieblings-Eistee-Chat? Welchen Eistee von denen würdet ihr am liebsten trinken? Und wenn da nicht mehr drauf ist, weil der Aldi-Eistee mal kurz vorne weg, weil das ist sowieso der beste Ilva, aber den gibt's nicht mehr. Was ist euer Lieblings-Eistee? Der ist auch direkt direkt drin im Game. Aber ich sage, for Bro ist halt aber noch... Schmeckt getrunken. Noch krasser. Schmeckt einfach noch krasser. Okay. Der wird ausrasten. Alter Schwede, Respekt. Viel zu teuer. Ja, Preis, Schmeiß, ne? Der Willige vom Netto. Echt jetzt? Muss ich sagen, ist für mich ein solider Platz Nummer 3. Also Respekt. Ja, Platz Nummer 3. Ich nicht gerechnet. Kommt zum 4 Bro. Der Beste. Den letzten Tee des heutigen Tages. Eben. Von Bros für Bros. Mhm. Bro-Points sammeln und Goodies saven. Da kriegst du, da kannst du sogar Bro-Points sammeln für einen Bartkamm und so einen Scheiß, ne? Für Bärte. Das ist ja aktuell gefühlt der Hype-Eistee schlechthin. Zu Recht. Egal, ob du auf TikTok guckst oder auf Twitch oder sonst wo. Uiuiui, ist der dunkel. Zu Recht. Wobei ich Pfirsich von dem noch gar nicht getrunken habe, aber ich gehe einfach davon aus, dass der auch saugeil schmeckt. Also man das sieht gerade aktuell. Geh davon aus. Dann ist was von dem Jahr-Eistee. Ich probiere mal. Honigmelone davon und Bubblegum. Oh, er wird so enttäuscht sein. Überkrank. Und es gibt auch Kokos mit Schokolade. Er wird so enttäuscht sein. Als Geschmack. Ist auch krass. Schmeckt zwar ein bisschen anders, aber... Ich muss diese Entscheidung treffen, die, glaube ich, nicht jedem gefallen wird. Oh, Ricky, du Null, Alter. Ja. Du Minus, Mensch, was ist das denn? Ist richtig eklig. Das ist nicht mein Geschmack. Von daher ist nicht sein Geschmack. Ist das aktuell meine Top 11
Platz Nummer 1, Funner Eistee. Platz Nummer 2, der gute Jahr-Eistee von Rewe. Platz Nummer 3, der Bratan persönlich, der gute Brattee. Lipton Pfirsich hat sich mit Sparkling auf Platz 4 geschlichen. Der gute Fasti, überraschenderweise auf Platz 5, damit hätte ich nicht gerechnet. Lipton Eistee auf Platz Nummer 6, obwohl ich den tatsächlich nochmal tauschen möchte. Mit Wolf, ja, der jetzt auf Platz Nummer 6 rutscht. Lipton Tea auf Platz Nummer 7. Nesty bekommt Platz Nummer 8, Pfirsich ganz normal. Der Four Bro Tea bekommt Platz Nummer 9. Vorletzter Platz Nummer 10, Nesty, weißer Pfirsich. Und letzter Platz, der jeden Tag Eistee. Ist verrückt, wie falsch Menschen liegen können, ne? Verrückt. Das ist meine Liste. So würde ich mir Eistee gönnen. Ja. In der Reihenfolge. Aber gar nicht. Wenn ich also quasi sagen müsste, geil, Gönnung oder zu, oh, ich verdurste, ich trink's, wäre das meine Liste. 1 bis 11. Ja, das hat ja was vorbereitet, was ich gerne mal checken würde. Nämlich das Ganze hier. Das ist Parfum. Und ich habe es auf TikTok gesehen und würde das Ganze gerne mal ausprobieren. Ja, ihr habt es auch alle auf TikTok gesehen mit 4Bro einsprühen und so wegwischen und so, ne? Nämlich habe ich gelesen oder habe ich gesehen, das Ganze mit Parfum einsprüht. Machen wir ein bisschen mehr. Dann soll sich da angeblich die Farbe von lösen. Erstmal riecht das jetzt hier sehr schön. Wir lassen das einen Augenblick mal drauf und gucken dann, ob sich dieses 4Bro löst. Ich sprühe zur Sicherheit auch einfach mal alle anderen ein, einfach mal fair zu bleiben. Risa! Dankeschön an Risa im zweiten Monat. Kuss geht raus. Liebe an dich. Also ich drehe ihn um. So. Was? Einfach nochmal, um zu testen, ob sich davon irgendeiner löst. Und wenn sich das löst, was ist dann? Ja, nix, ich wollte mal gezeigt haben. Was wäre denn dann? Was ist denn dann bewiesen? Gar nichts, ich wollte mal zeigen. Schau mal, ob sich da noch mehr löst, außer der von 4Bro. Wir warten einen kleinen Augenblick. Eine Ewigkeit später. So, gucken wir mal. Und tatsächlich löst sich. Wir haben es jetzt nur ein bisschen kurz aufgelassen. Ich weiß nicht, ob man es gerade erkennt. Löst sich das Ganze auf. Krass. Krasser Scheiß. Aber passiert das jetzt nur bei 4Bro? Wir lassen 4Bro mal wieder an seine Position. Passiert das auch bei zum Beispiel Brattee? Guck mal von hinten. Nee. Tatsächlich nur bei 4Bro. Spiegelt für mich auch den Inhalt wieder, wenn ich persönlich meine Meinung dazu sagen darf. Und ja. Ja. Okay. Das ist meine Liste. Sagt ihr ja oder nein? Sagt ihr, war gut, war schlecht? Gerne dazu was in die Kommentare. Ich sag nein, aber war gut. Seid ihr mit der Liste, geht ihr mit Komfort? Nee. Höchstwahrscheinlich nicht. Es wird wahrscheinlich wieder einen Eistee-Krieg ausbrechen in den Kommentaren und mir sagen, was für ein dummer Hurensohn ich doch bin. Ja. Aber ist mir egal. Ist mir so egal. Ich gehe jetzt pinkeln, weil meine Blase echt hart drückt. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder Kanal. Das wäre voll witzig. Würde ich auch gut finden. Oh mein Gott, das wäre halt so witzig. Raste aus. Ja, das war das. Spaßig. Ja, ich bin schockiert. Wieso ist er schockiert? Aber nicht so schockiert, wie ich gedacht hätte. Okay. Der 4Bro-Tee ist natürlich, das war natürlich sehr grenzwertig, aber ich weiß halt auch nicht, wie der Pfirsich schmeckt, ne? Das ist so die Sache. Ja, viel schockierender ist, dass dieser Fettsack jetzt auch noch 11 Liter Eistee getrunken hat in den letzten Tagen wahrscheinlich. Ja. Das ist nicht gut, Ricky. Das ist nicht gut. Ich weiß. Nicht gut. Es sei denn, es ist von Just Legend. Na gut. Okay. Das war die Reaction zu Wollo und wie er auf mein Video reagiert. Fandet ihr das okay? Sagt ihr okay? Wie geht ihr denn mit meinem Eistee-Video konform? Sagt ihr so, ja, da gehe ich voll mit und so? Oder sagst du, nee. Der Eistee ist besser, weil, warum? Warten ganz kurz darauf. Meine lieben YouTube-Zuschauer, auf jeden Fall vielen Dank nochmal fürs Reinschauen. Bei dem, was ich kenne, stimme ich zu. Okay, perfekt.
Ich hoffe, ihr habt ein schönes Video. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Sagt Tschüss zu YouTube alle im Chat. Sagt alle Tschüss zu YouTube. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder bei dem nächsten Video. Was auch immer das sein wird, haut rein. Tüdelü YouTube. Tschüss.